Die haben ganz, ganz viel dann immer, ob an Weihnachten oder Nikolaus oder jetzt halt hier Ostern. Die haben echt viele Sachen da. Würde ich mir manchmal hier bei uns wünschen. Immer alles mit irgendwelchen Osterfigürchen. Und deswegen auch in dem Sinne Osterfigürchen, die Passbäckjes, also Ostern Speck, das sind die großen Wurst. Hallo, schön, dass du dabei bist. Ich habe einen Futon aus Holland wieder. Einfach aus dem Grunde, ihr wisst, ich gehe ganz gerne schon mal in den Niederlanden einkaufen. Ich brauchte auch einige Sachen für zwei Pakete. Und zwar habe ich einmal ein Tauschpaket. Mit wem darf ich halt noch nicht verraten, aber das kommt ja jetzt bald, ne? Und ich habe ein, ja, so eine Art Dankeschön-Paket für die liebe Benita. Die wohnt in Österreich. Ihren Kanal werde ich auch unten verlinken. Und deswegen, wenn Benita jetzt zufälligerweise gerade gucken sollte, nicht weiter gucken. Sonst ist eine Überraschung für die Katzen, ne? Die hatte mir einfach bei einer Situation super geholfen, als YouTube mich kirre gemacht hat. Mit einem Problem, was ich da zu dem Zeitpunkt hatte. Und sie hat sich dann zusammen mit ihrem Freund hingesetzt und wirklich 2 Stunden lang versucht, mir zu helfen, aus diesem Dilemma rauszukommen. Und wenn jemand sowas für mich macht, das ist für mich nicht selbstverständlich, weil wir sind so nicht in engen Kontakt. Und wir kennen uns halt jetzt schon seit meiner YouTube-Anfangszeit. Das heißt, wir kennen uns jetzt 3 Jahre mittlerweile, aber halt wirklich sehr sporadisch. Und das hat mich riesig gefreut, dass so jemand mir dann dermaßen hilft. Und da habe ich gesagt, du kriegst von mir ein Dankeschön-Paket nach Österreich geschickt. So, musste sie jetzt auch länger darauf warten. Jetzt kriegt sie es. Da habe ich Sachen für eingekauft. Das kommt gleich im Anschluss. Erstmal zeige ich euch jetzt so meinen Haul und eventuell, ich gucke gerade so in die Tasche, eventuell vermischt sich das noch ein bisschen. Aber ich versuche jetzt erstmal so zu zeigen, was ich überhaupt gekauft habe. Ja, ob das jetzt für das Paket ist oder nicht, ist ja eigentlich relativ unwichtig. Ja. Also, wir fangen an. Ich habe das Filet Americain Mager. Ihr kennt das bei mir schon, ne? Also, das hole ich mir einfach super gerne als Brotaufstrich. Für meinen Mann, ach so, Preise blende ich euch wie immer hier unten ein, ne? Für meinen Mann habe ich das Trios Mehrbelag mitgebracht, und zwar Filet Naturell, Pfeffer und Zwiebeln. Habt ihr auch schon des Öfteren bei mir gesehen. Kostet 3,99 €, also von daher, und das ist 2,99 €. Also, an sich rechnet sich das mehr, weil das sind, wie viel Gramm ist das? Das sind 250 Gramm und das ist nur 150. Aber ich mag einfach keinen Pfeffer. Deswegen, ne, kommt das halt jetzt da beiseite. So, dann, was ich halt jedes Mal mitbringe, wenn ich da bin, meine kleine Bärchenwurst. Seht ihr das? Das ist halt Schinkenwurst, ne? Die mag ich einfach total gerne. Die eine ist jetzt 2,25 €, die andere 2,03 € gewesen. Und das kommt auch jedes Mal mit, das Filet Dardenne, der rohe Schinken. Der ist wohl sehr teuer geworden mit 3,36 €, muss ich sagen. So, dann hatten die jetzt im Angebot 2 für 4 €. Normalerweise kostet eins 3,49 €. Das ist Hähnchenfilet-Burger, Krokantschnitzel. Also wie gesagt, eins normale 3,49 €. Jetzt waren 2 für 4. Da habe ich natürlich zugegriffen, 2 Stück mitgebracht. So, ich schiebe mir mal den Sessel rüber. Und ich gucke gerade, ich glaube, das, was jetzt fast alles kommt, nee, da ist noch. Für meinen Hundsport wieder, das habt ihr jetzt schon öfters gesehen. Das sind die Möhren und die Zwiebeln und dann mache ich halt frische Kartoffeln dazu. Dann habe ich Möhrengemüse. Die sind wohl sehr süß manchmal in letzter Zeit, ne? Also ich habe gesagt, ich probiere das jetzt nochmal, wenn das wieder so elendig süße Möhren sind, weil das schmeckt mir dann auch nicht so lecker. Dann werde ich die nicht mehr holen. Also dann mache ich die Möhren demnächst so selber. So, dann habe ich ein Brötchen mitgebracht, zweimal Baguette-Brötchen. Und ich glaube, nee, die Rossona waren es noch, genau. Und das muss man eben ein bisschen kramen auf Kochstation hier. Aber sollte nicht so lange dauern, dann seid ihr direkt mit im Bilde. Kram, kram, wuschel, wuschel. Ich glaube, das war es auch, ja. So, und zwar hatte ich davon insgesamt 3 Stück geholt, nämlich von der Erdnusssoße. Aber 2 davon sind für die beiden Pakete. Ne? So, dann war im Angebot Rexona, Genie war mit heute. Und die hat die entdeckt. 2,99 € anstelle von 8,99 €, 9,09 € und 9,99 €. 2,99 € das Stück.
So, und selbst in Deutschland kosten die meistens so um die 5,50 Euro, hat Gini nachgeguckt. Also von daher vielleicht mal im Angebot ein bisschen günstiger, aber nie für 3 Euro. Und deswegen sind alle drei Sorten jetzt mitgekommen. Der rosane ist Confidence. Also Genie meinte, das sind halt die Düfte, die dann da, was die unterscheiden. Dann Sport Strength und den Sensitive Dry. Den blauen hatten sie leider nicht. So, und das bringe ich auch jedes Mal mit. Den Sechserpack halbvolle Milch. 200 Milliliter ist bei mir immer perfekt, wenn ich irgendwelche Sachen mache. So, das war also tatsächlich, jetzt gucke ich mich gerade um, mein regulärer Einkauf. Und jetzt geht es weiter mit den Sachen für die Holland-Pakete. Also fast alles, was ihr seht, habe ich halt zweimal gekauft. Ne? Deswegen zweimal süße Lakritze, weil es sollte ja alles typisch niederländische Produkte sein. Dementsprechend zweimal die Lotus-Kekse, die kennt man ja auch, diese Spekulatius-Kekse. Dann zweimal Himbeere-Bonbons von Napoleon. Zweimal Nougat. Ne, die kennt ihr vielleicht, so Peanut- und Milchschokolade von Lonka. Dann zweimal den Let's Get Ready to Rumble Energy, weil ich zumindest bei der einen hundertprozentig sicher bin, dass die gerne Energy-Drinks trinkt, nämlich die Menita. Ich hoffe, also ich sage gerade noch, ich bin mir zu 100% sicher gerade jetzt so. Ich glaube es, ich hoffe es. So, ich weiß nicht, ob für eine Dame wie Heike aus Bayern das jetzt eine Bestrafung ist oder ein Frevel, dass ich ihr das schicke. Oder ob die sagen, oh prima, kann ich mir zwischendurch auch mal gönnen und ein Auto fahren. Und zwar ein Lieschaut Sins Bavaria Bier mit 0% Alkohol. Deswegen, ich weiß nicht, ob Heike mich da leben lässt, so aus Bayern. So, dann zweimal ist halt einfach typisch, auch wenn es asiatisch ist. Man kennt es vom Asiaten, aber das ist einfach ganz typisch in den Niederlanden zu finden. Auch in den Sorten mit Saté und starken Gewürzen, also spicy. Oder halt hier die ganz normalen Krabbenchips, wie man sie kennt. Aber das ist halt so typisch wirklich in den niederländischen Chipsregalen. Das musste mit. Dann einfach, weil Ostern vor der Tür steht, zwei Disco-Häschen. Die fand ich einfach putzig. Das ist jetzt nicht typisch niederländisch, ja, obwohl es ist typisch niederländisch, dass man die Sachen dann dort bekommt. Die haben ganz, ganz viel dann immer, ob an Weihnachten oder Nikolaus oder jetzt halt hier Ostern. Die haben echt viele Sachen da. Würde ich mir manchmal hier bei uns wünschen. Immer alles mit irgendwelchen Osterfigürchen. Und deswegen auch in dem Sinne Osterfigürchen, die Paßbäckjes, also Osterspeck. Das sind die großen Beutel mit 250 Gramm. Und als Motive, ja, so ein bisschen zu erkennen, hier ist so ein Lämmchen. Haben wir irgendwie einen Hasen? Hier ist ein Fisch oder so. Nee, hier ist auch nochmal ein Lämmchen. Hase habe ich hier nicht drin. Ein Küken könnte das sein. Also so ein Rätselraten hier, was hier so alles drin ist. Doch, definitiv, das ist ein Küken. Ne? Warum da jetzt kein Hase drin ist, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist der Hase irgendwo, wo ich ihn jetzt gerade nicht entdecke. Vielleicht kommt der Hase. Das könnte ein Hase sein, wenn der wieder aufploppt. Also, das wären die Häschen. Dann auch halt wirklich typisch, auch wenn es wieder asiatisch ist, aber es ist einfach typisch. So, und zwar Ketchup Munnies. Das ist, ich nehme das grundsätzlich bei Nudelgerichten. Ja, also super lecker, wenn ihr Barmi Goreng oder sowas macht. Das ist mit Melasse, Wasser, Zucker, Salz, Sojabohnen, natürlichen Aromen. Das ist Ketchup Manis. Also wenn man genau den Geschmack beschreiben sollte, hier steht nur der reiche Geschmack von Asien. Ich weiß nicht, wie man das wirklich beschreiben soll. Das ist halt so eine Art Soja. Na, aber es gibt als Soja gibt es das auch nochmal extra. Sojamanis oder Ketchup-Soja, irgendwie sowas. Oder Sojasoße, genau, Sojasoße. Ist also wieder nochmal was anderes als dieses Ketchup-Manis. Ja? Nicht zu verwechseln mit unserem Ketchup, Ketchup. Ja? So, da werde ich die wohl splitten und einzeln verschicken. Die Schokomel. Da kriegt halt jeder dann ein Päckchen, weil das halt auch einfach typisch ist. Nur die sind so wahnsinnig teuer geworden. Ich wollte denen eigentlich jeder so einen Sechserpack schicken. Aber die Dinger kosten inzwischen 3,69 €. Bin bald hinten übergefallen, ehrlich. So, und dann, was ich eben schon mal gezeigt hatte, für mich, auch für die beiden, die Erdnusssoße ist auch wieder ganz, ganz typisch. Ich habe das auch das allererste Mal in den Niederlanden halt erlebt.
Saté-Krokettrolle, Saté-Rolle, Saté-Spieße. Das habe ich da überall vor x Jahren zuerst kennengelernt und auch, dass die als erste diese Soßen hatten. So, das sind die Produkte, die weggehen. Ich gucke gerade noch in die Reihe. Das sind, nein, 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 genau, doch. Zwei Sachen habe ich noch. Und zwar auch ganz typisch und deswegen wird es auch verschickt. Einmal die Wilhelmina-Rolle, das sind Pfeffermünzrollen. Und einmal, da ist noch Christmas Peppermint, das ist aber egal. Die sind nämlich nur haltbar bis zum 30.08. Also kann man die auch noch hinterher verschicken. Ne? So, das sind die Sachen, die verschickt werden von mir, die ich jetzt gekauft habe. Ja, ich gucke gerade um. Ja, das ist es. Ging doch jetzt mal flotti heute mal, ne? Ja, überraschend flott. Aber ich muss es jetzt fertig machen und verschicken. Ne? Bei der Benita kommen wohl noch so ein paar Beauty-Sachen mit dabei, weil da war es jetzt nicht nur als Food-Paket, sondern das ist ein Dankeschön-Paket von mir. Von daher mixe ich das so ein bisschen miteinander. Ne? So, das war's, ihr Lieben. Ich sage bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen und tschüss, tschüss.